Lilo, zum Abschluss unserer kleinen X-Do-Tool-Serie, ne? Wie man Programme manipuliert, ne? Also Fenster manipuliert oder andere Programme manipuliert, machen wir mal das hier, ne? Damit es den Experten nicht ganz so leicht wird und langweilig wird. Hier ein Hinweis: In dem Programm ist ein ganz entscheidender Fehler, mit dem es möglich ist, jedes beliebige Programm zu starten. Ja, angenommen, dieses Skript würde mit Root-Rechten ausgeführt, wäre es möglich, einem niederprivilegierten User jedes beliebige Programm mit Root-Rechten zu starten. Na, machen wir natürlich hier nicht, aber ich zeige am Ende des Videos, wo das Problem liegt, was ich hier mit Absicht mal total absichtlich falsch gemacht habe. Na, dann starten wir einfach mal den Taschenrechner, obwohl wir überhaupt kein Taschenrechner-Ausführkommando in diesem Programm haben. Ja, ist möglich, ne? Also, wie gesagt, die Experten gucken sich den Code mal an, finden wahrscheinlich ruckzuck die Stelle und dann weise ich die weniger erfahrenen User darauf hin, was denn nochmal Shell Command Injection ist, habe ich schon mal darauf hingewiesen. Gut, also das hier ist ein ganz normales Python-Skript, ne? X-Do-Tool ist installiert. Und dieses Programmchen habe ich mal als Demo eigentlich geschrieben, nicht zur Abschreckung, sondern eigentlich um mal zu zeigen, dass man die Fenstertitel schön manipulieren kann mit dem X-Do-Tool, ne? Habe ich hier mal wieder auf meinem Schreibtisch dieses Python-Skript abgelegt. Gut, wir starten mal ein Terminal. Wie gesagt, die Experten überlegen schon mal, wo waren jetzt da in dem Programm die Maus versteckt, ne? Ja, wo ist denn da das Problem, dass da jeder zum Beispiel den Taschenrechner ausführen könnte, wo das Programm das gar nicht macht? Gut, hier, ich wechsle mal wieder auf den Schreibtisch, weil da mein Python-Skript liegt, ne? Da baue ich vielleicht die Arbeitsfläche oder ein anderer Ordner, ne? Python. Gut, jetzt kommt die eigentliche Funktion des Programms, für die ich es mal programmiert habe. Das mit dem Programmierfehler kommt später. xdotooltest.py. So, das Ding gestartet macht folgendes. Seht ihr, dass die Uhrzeit wird hier eingeblendet. In das aktuelle Fenster, und zwar immer das Fenster, das gerade den Fokus hat. Verliert das Terminal den Fokus, dann verschwindet auch die Uhrzeit aus dem Terminal und das andere Fenster, das stattdessen offen ist, kriegt die Uhrzeit aufs Auge gedrückt. Wollen wir uns mal angucken. Bums, ist das tatsächlich so, ne? Das Terminal hat die Uhrzeit wieder verloren. Hier steht die Uhrzeit drin. Also die Uhrzeit hat nichts mit diesem Shell Command Injection zu tun, falls ihr da so grübelt, ne? Könnt aber auf den Code gucken, hat damit nichts zu tun. Also immer das Fenster, was gerade den Fokus hat, hat die Uhrzeit. Bums, hat das Terminal die Uhrzeit. Hier geedit nicht mehr. Bums. Fokus gewechselt. Wunderbar. Geht natürlich mit anderen Programmen aus. Hat nur so ein bisschen Probleme mit deutschen Umlauten. Wenn ihr zum Beispiel den persönlichen Ordner startet, ne, da steht dann Ö drin, dann ist das nicht so. Oder meinetwegen Firefox starten. Ja, zuerst steht da Firefox. Bums. Steht die Uhrzeit drin. Ne? Und im Gedit steht es nicht mehr. Und im Terminal auch nicht mehr. Ne? Je nachdem, wo man den Fokus hinwechselt, ist die Uhrzeit im Fenster. Titel! Seht ihr, schön. Genau das macht das Programmchen. Gut, erklären wir mal kurz das Programm. Wir lassen das ruhig mal laufen, ne? Dass dann mal so die Uhrzeit erscheint. Was macht das Programm? Gut, Python-Programm, ne? Python-Programmiersprache. Ich importiere mir vom Modul Commands. Modul heißt, das ist ein Python-Skript. Das ist schon bei euch automatisch mit dabei. Wenn ihr Python installiert habt, ne? Davon hole ich mir nur eine Funktion, get Status Output. Und die nenne ich im Folgenden im Programm Do. Do führt ein Programm aus und liefert als Rückgabeergebnis den Status und den Output, den man sehen würde, würde man dieses Kommando im Terminal eingeben. Ne? Also ich führe hier zum Beispiel xdo-tool get window focus aus, bekomme dann als Rückgabeergebnis Window ID und den Status im Normalfall 0. Das Programm wurde korrekt beendet. Dann habe ich noch Time und Sys importiert. Time brauche ich halt, um die Uhrzeit da mal so anzuzeigen und für Sleep, also eine Pause zu machen. Und Sys brauche ich nur, falls mal ein Fehler auftritt, ne? Entsprechend die Fehlermeldung auszugeben. Was habe ich hier gemacht? Hier geht's Programm los, ne? Hier geht's Programm los. Except wird nur ausgeführt, wenn ich zum Beispiel, ja, was passiert, wenn ich jetzt meinetwegen hier abbreche, ne? Mit Steuerung C, ne? Dann soll das Terminal ja wieder sauber sein. Dann soll jetzt hier nicht mehr die Uhrzeit stehen. Steuerung C.
Und das macht es auch. Gut, das macht diese Exception-Behandlungsroutine, die ich da eingebaut habe. Und das sorgt dafür, egal was passiert, wenn das Ding abgebrochen wird, wird der Name wieder zurückgesetzt auf den ursprünglichen Text. So, wie fangen wir denn an mit dem Programm? X2Tool wird aufgerufen, get window focus. Ne? Und dann bekommt man als Rückgabeergebnis die ID des Fensters, das gerade den Fokus hat. WinID habe ich dann in der Variable drin. Unter Python kann man übrigens gleichzeitig mehreren Variablen was zuweisen. Ne? Hier kriegen gleich zwei Variablen etwas zugewiesen. Ne? Das geht natürlich nur dann, wenn hier in dem Fall die Funktion do auch zwei Variablen zurückgibt. Ne? Geht wunderbar unter Python, überhaupt kein Problem. Gut, jetzt habe ich also die Window-ID vom aktuellen Fenster, das gerade den Fokus hat. In dem Fall wäre es hier zum Beispiel gedit. Jetzt hole ich mir den aktuellen Namen, der oben im Titel ist. X2Tool get window name, Leerzeichen, und dann hänge ich die Window-ID, die ich schon habe, an. Holt sich also von dem Fenster mit der aktuellen Window-ID den Namen, und das speichere ich in Win-Name, ne? Den Variablen-Namen, der hier vorne steht. Den könnt ihr frei bestimmen. Alles, was ich so groß geschrieben habe, ist von mir frei vergeben. Gut, ich habe also die ID des Fensters, das den Fokus hat, und den Namen. In dem Fall wäre es zum Beispiel dieser Titel. Gut, while true heißt, mach's eigentlich für immer. Es sei denn, try except bricht ab, dann macht's nicht mehr. Dann ist hier break Feierabend. Ne? Aber nur, wenn eine Exception auftritt, also ein Fehler. Gut, was macht's als erstes? Schlaf mal für eine Sekunde. Ne? Gut, dieses Python-Skript soll ja nicht alle 3 Millisekunden laufen, sondern einmal die Sekunde langt mir vollkommen, damit da oben im Titel das aktualisiert wird. Dann hole ich mir drei Variablen gleichzeitig aus Time und der Funktion LocalTime. Ja, da ist die aktuelle Uhrzeit und das Datum drin. Davon brauche ich aber nur die Teile 3 bis 6. Ich sage jetzt mal nur 3, 6. Da steht halt Stunde, Minute und Sekunde dran. Ne? Das ist hier so ein, ja, ich sag mal so eine Art Zugriffsmatrix. Ne? LocalTime liefert viel längere Ergebnisse, als ich brauche. Ich brauche nur das Ergebnis von 3 bis 6. Da stehen halt die drei Variablen drin. Gut, now ist die Zeit jetzt. Ne? Das ist auch wieder eine Variable. Formatiere ich ein bisschen um, das mit dem Prozentzeichen hier setzt dann automatisch hier ein, ne? Dass man hier Stunde, Minute, Sekunde getrennt mit Doppelpunkten hat. Gut, jetzt sage ich, der neue Fenstername, den ich neu haben will, ne? Im Moment ist er noch so, ist die Zeit von jetzt, also was weiß ich, 22 Uhr, 23 und 10 Sekunden. Paar Leerzeichen dazwischen, ne, damit da hier ein bisschen Platz dazwischen ist, zwischen der Uhrzeit. Und dann den ursprünglichen Fensternamen. Das ist dann mein neuer Name. Neuer Name ist also Uhrzeit, ein paar Leerzeichen und dann Fenstername. Die Experten haben inzwischen vielleicht schon Shell Command Injection gefunden, wie die Stelle, die nicht so ist. Gut. Gut, als nächstes führe ich X2Tool schon wieder aus und setze jetzt den Namen auf den neuen Namen. Und zwar vom Fenster mit dieser Window-ID. Gut. Ja, gut. Jetzt, ne, ist eigentlich schon alles zu spät. Ja, und jetzt müssen wir nur überprüfen, hat der Kerl den Fokus gewechselt. Ne? Das kann ja sein. Hier habe ich mir mal ursprünglich, ganz am Anfang des Programms, außerhalb der While-Schleife, den Namen und die ID des Programmes geholt, das gerade eben den Fokus hat. Kann ja sein, zwischendurch hat der Mann mal woanders drauf geklickt. Weiß ich nicht. Deshalb prüfe ich das hier. Ne? Ich habe mal gesagt, Window-ID 2, hol dir den Fokus vom aktuellen Fenster. Krieg dann Window-ID 2. Wenn diese nicht mehr not gleich ist der ursprünglichen Window-ID, dann weiß ich, da hat sich was getan. Ja? Jetzt hat das Fenster gewechselt. Also muss ich erstmal den ursprünglichen Namen vom Fenster, wo ich vorher war, wiederherstellen. Dann mache ich mit X2Tool set window name den alten Namen mit der alten ID wiederherstellen. Und nun kann ich sagen, die aktuelle Window-ID ist die vom neuen Fenster, das jetzt den Fokus hat. Ne? In dem Fall ID 2. Und dann hol dir mal den Namen von dem aktuellen Fenster. Ne? Ich habe ja noch den alten Namen gehabt.
Und ab da läuft die While-Schleife weiter. Mehr macht das Programm eigentlich gar nicht. Mehr macht es nicht. Wo ist jetzt die Stelle, wo ich da einfach ein Programm ausführen könnte, ne? Mit diesem Ding, ne? Sag ich euch, das ist genau hier. Denn dieses Ding, ne, das Modul Command hat im Speziellen hier mit seiner Unterfunktion getStatusOutput ein Riesenproblem. Warum? Es lässt zum Beispiel solche Konstruktionen zu, dass man einfach ein Kommando ausführt mit Leerzeichen getrennt. Ja, und das ist das Problem. Das öffnet Shell Command Injection Tür und Tor, sofern man etwas sowas Verkehrtes macht wie ich hier. Indem man einen langen String generiert, in dem irgendwas eingesetzt wird, wo man zur Programmierzeit jetzt, wo ich das Programm schreibe, noch gar nicht weiß, wie wird New Name, also der neue Fenstername, denn wirklich aussehen. Der wird ja einfach blind eingefügt. Jetzt weiß man natürlich, wenn man ein Kommando zum Beispiel in der Shell ausführt, dann kann man auch mehrere Kommandos gleichzeitig machen. Wenn ich also den Fensternamen, den neuen Namen, so manipuliere, dass da oben im Titel ein ausführbares Kommando steht, ja, dann kann ich da Code injizieren. Gut, der neue Fenstername steht in Hochkommata hinter denen da. Da wird also jetzt die Uhrzeit, ein paar Leerzeichen und der Fenstername, der gerade den Fokus hat, eingesetzt. Einfach ganz blind. Und der Fenstername, der gerade den Fokus hat, ist das Problem, von dem ich schon die ganze Zeit schwätze. Und das machen wir jetzt mal vor. Jetzt muss ich natürlich erst einmal mein Programmchen wieder starten. Ne? Ja, ich mache mal Clear, damit ihr seht, dass ich da nichts anderes mache wie vorher. Ja, also Python. Angenommen, ich wäre jetzt Root und hätte Root-Rechte und würde das ausführen. In der Annahme, ich ändere ja nur die Fenstertitel, kann ja nichts machen, der User. Ne? Dann wäre das doof. So, also jetzt ändert sich da nur die Uhrzeit. Ne? Ja, es wird also blind geguckt, blind eingesetzt, dieser Name. Ne? Und wenn ich den Namen jetzt manipuliere, dass der hier eingesetzt wird und im Zusammenhang dieses Kommando dann etwas ganz anderes tut, dann kann ich da was Beliebiges ausführen. Und das machen wir jetzt. Jetzt kommt die Kuh mit dem Wasser. Ich mache jetzt zum Beispiel mal, ist eigentlich egal was, ein neues Dokument zum Beispiel. Ne? Könnte auch ein anderes Programm sein, das in der Lage ist, einen Fenstertitel hier oben anzuzeigen. Damit da ein Fenstertitel erscheint, hier zum Beispiel in gedit, muss ich dem Dokument einen Namen geben. Ne? Datei speichern unter. So, und den Fenstertitel manipulieren wir jetzt mal. Gut, wir hatten gesehen, der neue Window-Name, den ich da eingesetzt habe im String, ne? Der sitzt in Hochkommata und die muss ich erstmal abbrechen, also mache ich Hochkommata. Weil ich ja gemein bin. Und dann mache ich ein Und, ja, damit das neue Kommando, was ich da injiziere, quasi angehängt wird. Und dann zum Beispiel Gnome-Cal Calculator. Das ist das Programm, das ich hier injiziere. Ja, also die Hochkommata habe ich abgebrochen, das Kommando Hochkommata anfangen. Ich habe die sofort wieder abbrechen lassen. So, und dann machen wir meinetwegen noch ein Und hier dran, damit das, was danach nach eingefügt wird, dann auch wieder verschwindet. Ne? Brauchen wir ja nicht. So, meinetwegen können wir da auch noch ein Hochkommata machen. So, und das ist eine Shell Command Injection. Ich nenne jetzt das Dokument so. Ja, ist ja normalerweise kein normaler Dokumentenname. Dadurch ändert sich gleich hier der Dokumententitel. Und sobald dieses Dokument den Fokus kriegt, ändert sich der Fenstertitel. Speichern. So, jetzt hat er noch nicht den Fokus. Jetzt hat er den Fokus. Mein Programm läuft und schon startet sich der Taschenrechner. Gut, könnt ihr ganz in Ruhe nochmal drüber reflektieren, warum dem so ist. Ne? Und der Taschenrechner startet sich jede Sekunde neu, weil mein Programm halt jede Sekunde das macht. Ne? Ist halt ein bisschen blöd programmiert. Und das ist halt das Problem, das hier, ne, läuft und läuft. Weil diese Funktion blöd ist.
vom Modul Commands. Die lässt halt zu, dass ich einfach nur Texte hintereinander klatsche und ausführe. Eigentlich bin ich der, der dumm ist, der sowas hier einfügt, also einen Variablen-Namen zulässt, der hier aus dem Fenstertitel geholt wird. Und den kann der User beeinflussen und schon kann er solche Späßchen machen, wie ich es gerade gezeigt habe. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss. Schon wieder der Taschenrechner. Tschüss.